So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raider Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend ist auch wieder die Raid Mania, also jeden Mittwoch 18 Uhr ist die Raid-Stunde. Raid-Stunde von 18 bis 19 Uhr, eine Stunde lang an jeder Arena. Der momentane legendäre 5er Raid-Boss spawnt. Den man beraiden kann momentan ist das Boreos in der Tiergeistform. Der ist gestern reingekommen, nächsten Dienstag 10 Uhr verschwindet der auch wieder. Und ich habe jetzt eine Woche Zeit, das 100er zu bekommen, denn das war mein Ziel. Ihr raidet vielleicht, weil ihr das noch gar nicht habt oder weil ihr das Shiny haben wollt, da der ja jetzt neu als Shiny auch da ist. Meine Freunde sind also wieder herzlichst eingeladen, heute Abend mich einzuladen. Mir zu helfen, mir unter die Arme zu greifen, denn gestern gab es Raids für Zuschauer, morgen wird es Raids für Zuschauer geben, aber heute ist das alles für mich. Heute kommt vielleicht auch noch der Furzbob abends vorbei, kurz nach dem Stream. Wrestling ist heute Abend auch noch, also Mittwoch immer ein ganz besonderer Tag. Jetzt aber die Highlights der Woche. Warum ist die... Jetzt aber die Highlights der Woche. So, angefangen hat die Woche hier beim Fanraid Go AMK, der zeigt uns Pokémon Go Players waiting for Raid. Ist jetzt schon eine Woche alt, da war noch Kaburiki da, ihr seht ja Mega Visafloor, keiner, Kaburiki, keiner. Aber bei Wuffels, der einen Stern Raid, den wir einfach ganz gemütlich so alle, alle wollen Wuffels, alle standen bei Wuffels an und das war bei uns auch der Eindruck, keiner wollte Kaburiki, alle wollten Wuffels. Jetzt ist das Blatt wieder ein bisschen anders, jetzt wollen erstmal alle Boreos. Und Wuffels ist wieder ein bisschen uninteressanter geworden, aber je nachdem was drin ist, wird Wuffels auch wieder seine Sternstunde erleben, glaube ich. Bockwurst ging hier mit einem Shiny Galaflunschlick, Zelda, OMG, eben bei Wuffels im Raid Pech gehabt. Und was taucht direkt danach bei mir zu Hause auf? Endlich Shiny Rosana, das habe ich mir ewig gewünscht. Shiny Rosana ist eigentlich auch ein cooles Shiny, sieht gut aus, muss man sagen. Passt alles so zusammen, auch zu diesem Eistyp. Dann bin ich mit Ivar Kids aufgestiegen zu Glücksfreunde. Mit Benny Glücksfreund und mit Sabrina Spiel zu Glücksfreunden. Brainy hat sein Ho-Oh, sein Apex Krypto Ho-Oh erlöst. Ich habe ja gesagt, wenn meins so gut gewesen wäre, dass es beim Erlösen ein 100er geworden wäre, hätte ich meins auch erlöst. Denn guckt euch mal die Aura an, wie die jetzt aussieht. Und ich sammle 100%ige Legendäre. Ich habe ja noch ein anderes, normales Krypto Ho-Oh. Da muss ich nicht das Apex Krypto einfach mit dieser Stinkwolke lassen. Das hätte ich auch erlöst. Ramon, hast recht, der sieht erlöst echt besser aus. Mir geht es aber nicht ums Aussehen, es ging mir wirklich eigentlich nur, dass ich halt 100er sammle. Aber ich habe leider nicht so viel Glück gehabt. Gerade aus dem Raid bekommen, Handy Niki hier, 100% Funpi, Sarina, ohne Schieden und noch nie im Gebrauch gewesen, meine Elite-Pokémon. Da habe ich letztens ein Video hochgeladen, meine Elite-Pokémon und eure. Wir hatten dieses Thema Elite, Lead, 1337, Spieletrend, Schilling. Und dann haben wir einfach mal WP 1337 eingegeben in die Pokébox und geschaut, haben wir ein Elite-Pokémon? Bei mir war das ein 100% Alola Knogger. Das hatte 1337. Sarina hat ja also auch zwei Stück mit 1337. Die sind beide sogar 98%. Ihr werdet heute noch etliche andere Elite-Pokémon sehen. Jetzt aber schon mal erklärt, warum da öfters 1337 heute beikommen. Bier-Benny, wie war der Name noch gleich? Ramses. Wie schreibt man das? So wie man es spricht. Welle-Auge-Typ mit Peitsche, Scarabeus, Scarabeus. Haben manche nicht verstanden. Ich fand's lustig, aber dieses Bild habe ich gefühlt auch jeden Tag mindestens von zwei Leuten bekommen. Eine Woche lang. Jeder hat mir das geschickt, immer zu hin und her. Ich konnte es schon nicht mehr sehen. Hier haben wir den Heiko gleich nochmal. Der hat auch einen 1337er mit einem Shiny Papunga nämlich. Dann bin ich mit Adi Glücksfreund geworden. Margo FedEx auch Shiny Rosana gegönnt. Margo FedEx auch ein 1337er Elite, nämlich ein Shiny Stalos. Dann Marc Niemals, Hallo Raider Mittwoch, hat beim Tauschen von einem Miniras ein 100% Miniras bekommen. Auch auf jeden Fall eine fette Sache. Ist ja ein mega seltenes Pokémon und da beim Tauschen Glück zu haben, ist auf jeden Fall viel wert. Hadi, isst meine Hand auf. Dragonite, mal hoffentlich wieder ein Schocker der Woche. Wäre eigentlich, hätte man so machen können, dass 100% Apex Krypto nicht nach dem Erlösen 100, sondern vor dem Erlösen 100, jetzt muss er dazu noch erlösen,
Hätte ich natürlich auch gerne so genommen. Habe ich nicht bekommen, hat er bekommen. Aber ist für mich nicht Schocker der Woche jetzt, weil wir haben ja das schon in den letzten Wochen auch gehabt. Und sogar zweimal, wir haben schon zweimal 100% Apex Crypto Hoa O gehabt. Und es soll ja theoretisch was Einmaliges sein. Und gut, in dieser Sendung heute ist es einmalig, aber ich habe noch andere Sachen gefunden. Trotzdem, Glückwunsch dazu, das ist auf jeden Fall fett. Da muss man sich keine Gedanken drüber machen, erlösen, nicht erlösen, lieber so, lieber da, lieber hier und da. Das werde ich auf jeden Fall auf Level 50 pushen. Ich weiß nicht, wie viele XL du hast. Das muss nochmal zurückkommen, dass man das pushen kann. Das wäre bestimmt fett. Pobamo, also Moro, machen? Naja, nur 2 Sterne. Er könnte einen Sandan auf 1337 pushen. Das ist aber... Das ist ja dann bearbeitet, das ist ja kein Zufall. Würde aber danach gehen. Aus der Spezialforschung, Gruß von Gran Canaria, hier die Jewel mit einem 100% Sandama. Grüße zurück nach Gran Canaria, die ist nämlich schon wieder im Urlaub und da gibt es ganz viel Essen, wie ich immer sehe. Dann ist Jewel mit mir noch zu Glücksfreunden aufgestiegen. Luigi zeigt uns sein Elite Bibor, ein Mega Bibor mit 1337. Das ist natürlich auch cool, dass das also nach der Mega-Entwicklung plötzlich... Das ist gar kein Mega-Mensch. Das macht er immer zu einem Mega, aber es ist vor dem Mega einfach Elite. Und Luigi Serrada, gerade aus dem Community-Raid bekommen, Dankeschön. Dazu mein Level 46 Aufstiegs-Lecci. Gestern Community-Raid gemacht vor Ort, Luigi dabei, direkt im ersten Raid das Shiny bekommen. Bei mir dann nicht, aber in den Raids für Zuschauern danach habe ich ja mitgemacht. Da habe ich dann meine drei Shinies bekommen, aber ich will das 100%. Nicht das Schundo, einfach nur ein Hundo. Bierschanga hier auch, ein wildes Schlurp. Shiny Schlurp natürlich bekommen, dicke fette Zunge. So fett wie die Zunge ist, meine tut immer noch weh von der Dreckszwiebel. An der Stelle nicht wundern, die ganzen C-Day-Sachen, dass da jemand Übersicht schickt und das sind 500 Mal einfach Shiny Sandan untereinander, habe ich rausgelassen bei fast allen, also nicht wundern. Wir haben uns auf andere Sachen konzentriert. Henry Niki hier Shiny Schneckmark endlich bekommen, gerade aus dem Ei bekommen, ein 96er Riolu Shiny. Mit 15 Verteidigung und 14 jeweils das andere Zeug. Sarina, Shiny Capuno, Shiny Schneckmark, Shiny Boreos. Mag niemals 100% Senfbart Slimer, Shiny. Nimmt man gerne mit, warum nicht? Euer Schocker der Woche, habe ich jetzt erst gesehen, dass das ja ein Shiny ist. Selal, jetzt kommt wieder die Selal Edition. Shiny Rosana, dann wissen Sie, warum wir sie angehalten haben? Keine Ahnung. Und was sagt er? Er weiß es leider auch nicht. Das ist doch Humor, ne? Der hat wieder so viele Bilder geschickt. Die meisten fand ich lustig, habe ich auch mal weitergeleitet an diverse andere Leute oder in die Familiengruppe bei mir oder an Pupsi oder sonst was, aber kannst du nicht alles mit rein. Das wird hier noch zur Witzegruppe, dann fühlt sich Lennart wieder bestätigt. Oh, guck mal, ich habe Farbe im Gesicht auf einmal. Ein bisschen. Also so rote Flecken jetzt. Gleich wird es wieder blass. Gut. Dann aus dem Tausch. 100% Lucky Robball bekommen, das ist auch sehr cool. Shiny Rattan, Shiny Pikachu, Shiny Bidiza. Das ist aber cool. 100er Floing, Shiny Zepurze, Shiny Kiesling, Shiny Zubat, Shiny Huthut, 100er Pikachu, Shiny Zepurze, 100er Huthut. Erlöstes 100er Flurmel, 100% Sandan. Shiny Galamauzi, 100% Sandan, ist ein anderes, hat ein anderes Level, nicht dass ihr denkt, dass ich alles zweimal wie das zerputze, das waren auch zwei verschiedene, 100% Sandan, 100% Lucky Sandan, Shiny Ladybar, Shiny Zubat, Shiny Snubbull, 100% erlöstes Lavitar, wer macht denn sowas? Das wäre ein nützliches Pokémon, das hätte ich wahrscheinlich so gelassen. Du gibst viel Sternstaub für PvP-Counter aus. Also bist du bestimmt richtig gut im PvP, oder? Irgendwie musste ich da an Hayretin denken aus dem Fanchat, ja. Der wirklich jeden Tag
Soll ich das maxen? Soll ich das maxen? Kann ich das maxen? Kann das was? Ist das gut? Kann ich das maxen? Jetzt habe ich schon wieder 10 Pokémon gepusht. Ah, das kann gar nichts. Soll ich das auch pushen? Und dann, ich habe schon wieder keinen Sternenstaub mehr. Der ist total verrückt, alles was mit PvP und hin und her. Und ich denke, man kann doch nur 3 Pokémon in ein Team nehmen. Gefühlt hat er schon 300 Pokémon gepusht für eine Liga. Aber nimmt halt nur 3, weil er erstmal alles pusht. Uns dann nicht nehmen, denn das, also ja, also nur weil man viel Staub ausgibt, heißt das nicht automatisch, dass man dann direkt richtig gut ist, wenn man keinen Staub mehr hat. Ich finde diesen Wechsel von dem Gesicht so toll, wie es erst guckt, so, erst noch normal und dann plötzlich, ja, erinnert einen an Need to Know, genau, Jena, alles klar. Selan nochmal Shiny Snubbull, Shiny Fukano, Noah, Shiny Schlurp und Shiny Fukano. Gossi, den habe ich am C-Day mitgenommen, Shiny Leufeo. Gossi, täglichen Pass gestern für Raichu ausgegeben. Jetzt habe ich das Shiny. Sehr cool auf jeden Fall. Das ist auch was, was noch etlichen fehlt. Oder wo immer mal gefragt wird, machst du vielleicht auch Raichu Raids? Und man sagt dann immer, nein, mache ich nicht. Und dann sind die Leute beleidigt. Und endlich mal ein Milzer aus dem 10 Kilometer Ei bekommen von Gossi. Ja, das ist richtig klasse. Ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal 10 Kilometer Eier brüten kann. Aber mir fehlen noch 2, weil ich immer zu nur 2 und 5er krieg. Zufällig gesehen, dass ich den auch gebrütet habe, nimmt man mit 100% Bounce gebrütet. Burndown Steve. 100% Flammyao. Shiny Schneckmark. Shiny Skorkler. Aluhut. Bam. Tut selten gut, immer noch. Hier, Kaboriki, Wetterboost, 100%. Bei mir nichts geworden mit den täglichen Pässen, aber egal. Shiny Kleinstein noch mitgenommen, Shiny Makuhita, Shiny Yorklev, Shiny Krypto Teddy Ursa, Shiny Driftlon, Shiny Mushas, Shiny Azurill, Shiny Krypto Quapsel. Sieht man gar nicht, dass das Shiny ist, ist aber so. Jenna, Shiny Pummeluff, Shiny Mauzi, Galamauzi. Alola Mauzi, Blue Man Group Mauzi auf jeden Fall und ihre Elite-Pokémon. Die hat nämlich hier 2 registriert sogar und ihr Lieblings, nämlich das Elitana, also ein Aquana. Aquilite. Aqualit, das wäre. Nein, das ist auch. Nö, hat sie schon richtig gemacht, also 5 Stück, das ist auf jeden Fall eine Menge davon. Level 50 Forschung von der Jenna. Da habe ich auch erst gedacht, das müsste der Schocker der Woche sein, weil du kriegst nur einmal die Level 50 Forschung und in dieser Level 50 Forschung hast du einmal genau diesen Encounter, wo du ein Inkognito bekommst und dann ist das auch noch ein 100%iges und das ist auf jeden Fall richtig brutal aus dieser Forschung, der Level 50 Forschung, ein 100% Inkognito zu bekommen. Das finde ich auf jeden Fall auch mega stark. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, irgendwas war wollte ich gerade noch sagen, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist wie, wenn ihr aus eurer Spezialforschung, die allererste Spezialforschung, die ihr kriegt, wo das Mew drin ist, 100% Mew bekommt. Für mich ist das genau dasselbe. Aber eigentlich ist es auch nicht dasselbe, weil das Mew kriegst du wirklich nur aus dieser Spezialforschung, während das Inkognito ja du trotzdem auch irgendwie wild antreffen könntest oder es bei diversen Festivals immer aus dem Rauch erscheint und da die Chance ein 100er zu bekommen, also dann an sich höher ist, aber der Fakt, dass es aus der Level 50 Forschung jetzt 100% rauskam, der ist auf jeden Fall trotzdem krass. Jenna hier nochmal mit einem Shiny Skorkler, Luigi, nach einem Monat endlich kein C-Day oder Fest-Shiny, ein Shiny Schneckmark mitgenommen, Alexander Ahringer, Daniel Schilling gefunden. Das ist die einzigste Funktion, die der Alex noch hat, den Schilling zu suchen und hier immer reinzumachen. Marco FedEx hier auch, Shiny Vulpix mitgenommen, auch Alola hier, mein einziges 1337 Pokémon, TWLGX Henry. Hallo Henry, was, wer bist du denn? Sie, glaube ich, ist das erste Mal, dass ein Kollege hier was für Raider Mittwoch reinschickt, aber ein Shiny Elite nach Tara. Auch aufgepasst, auch mitgemacht, finde ich cool. Wie das schön schillert, langsam bekomme ich mein Shiny Decks gefüllt, dafür, dass ich nicht so krass am Jagen bin als Scorp Jens. Mit einem Shiny Aerokack Sprühl, als Scorp Jens. Was Schickes ins Netz gegangen, 100% Hariyama, Sören,
Das hätte auch der Schocker der Woche sein können. Einfach ein 100% Shiny Wuffles. Nicht wild, nicht Motten, Botten, Cheaten, Nieden. Es ist einfach random aus dem Raid. 100er, krass, Shiny, krass. 100er, Shiny, krasser. Aber ist ja nicht von ihm, ist vom Kollegen. Also ist eigentlich auch wieder egal. So, dann Dabi, Shiny Obai, Shiny Obai 2. Obai Tag und Nacht, wie man sieht. Ramses Schilling hier auch 100%. Mini-Ras. Was ist das denn her? Dann Crazy O. Mit dem habe ich jetzt aber mal die C-Day-Sachen mit reingenommen. Das sind nämlich nur zwei. Nämlich Sandan und Sandan als Shiny. Aber bei der Crazy O auch. Ja, ich habe das immer nicht so auf dem Schirm, dass der trotzdem Pokémon Go spielt. Und das freut mich, dass der auch da Pokémon Go-Sachen da verfolgt von mir. Weil er Rap, Musik, sonst was, in der App-Battle hin und her, bla bla bla. Aber doch irgendwo dieser Pokémon-Bezug jetzt auch so ein bisschen gegeben ist. Deswegen nehme ich das gerne mit rein. Für den Crazy O, Grüße gehen raus. Elke Kaiser hier, Mangunior Shiny mitgenommen. Schlurplex. Plex? Schlurplex? Schlurp, Schlurplex? Schlurplex? Suplex, auf jeden Fall hässlich in Gelb, Shiny, Schwalbini, Shiny, Heiko, Verzeihung, ich muss hier kurz durch, stört einfach die zwei Sandans beim Suplex machen. Dann Heiko hier 100%, Makuhita 100%, Boreos bekommen, glaube ich, im 6., 7. Raid irgendwas. Lennart, 100% Sandan, Lennart, Shiny Formeo und Levelaufstieg mit 109 Retz. Okay, Benjamin, 100% Sandama, Annika, gefüllte Paprika mit Nudeln. Die C-Day-Sachen habe ich halt wieder rausgelassen. So. Ah, nein, die C-Day-Sachen sind hier, Moment. Shiny Miltang, Shiny Elekid sehe ich hier als Highlights auf diesem Bild. Muss man kurz erwähnen. Thomas Bow auch. Miniras 100% aus dem Tausch bekommen. Hier Lucky. Warum nicht? Fette Sache. Cumulus gebrütet. 100% Rabauts. Cumulus 100% Knuddeluft noch eingetütet. Und zum Thema 1337er. Wollt ihr nicht vorhin eins basteln? Hat er jetzt welche gebastelt? Hat hier auch 4 Elite Pokémon. Das Shiny. Kangama ist dabei, wohl irgendwie das coolste, würde ich sogar sagen. Also Glückwunsch dazu, Moro. Dann, was ich eigentlich nicht nehme von, hier seht ihr, warum nehme ich keine Bilder von Instagram? Dann würde ich euch das zeigen. Oh, Elite Relaxo mit 1337 von, keine Ahnung, weil steht ja kein Name mehr da. Und da muss ich, um so ein Bild zu zeigen, immer vorher das upscreen, wo man das nicht ganz sieht, um was es geht. Und dann nachher nochmal. Ist halt schöner, wenn man so bei WhatsApp steht der Name immer direkt dabei, wer das geschickt hat. Bei Telegram steht der Name immer dabei, wer das geschickt hat. Bei Facebook steht der Name immer direkt dabei, wer das geschickt hat. Hier, wenn du einen Screen machst in Instagram, nix. Und dann hast du keine Ahnung. Und dann musst du immer zwei machen. Das ist immer nervig. Und dann heißen die Leute da auch noch so komisch hier. Raifax. Du hast keine Ahnung, wer Raifax ist, sagst dann Glückwunsch Raifax und liest dann unten Birnbaumkern. Den kennt man ja wieder, der Birnbaumkern. Aber ich habe es mal mit reingenommen, weil es noch zum Thema Elite passt. Zukünftig wäre es aber cool, wirklich Telegram, Facebook, WhatsApp. Deine Nummer gar nicht stimmt. Und deswegen am besten Telegram. Florian Hess genauso. Habe ich gedacht, okay, man sieht ja auf dem Bild wenigstens, was es ist. Außerdem Bruder, ne, der heißt einfach auch Hess. Hat hier letztens auch ein 100er Voldoball gehabt und jetzt ein 100er Wuffels. Habe ich mal mit reingenommen, so konnte man da erkennen. Und Carlito wollte ich mit reinnehmen noch, weil es gestern, er sich sehr bedankt hat für die Raids für Zuschauer. Danke für den Stream. Das Shundo ist von einem Freund, vielleicht was für Raid am Mittwoch. Das Shundo ist also unten das, aber im Stream hat er mitgemacht, hat 2 Shinies gestern direkt bekommen zum Anfang und sogar ein 100% Boreos. Ich war in Budapest, habe von da aus gehostet und er hat da das 100% mitgenommen. Das waren jetzt die Highlights der Woche und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Pet Shop Boy, wo ihr jetzt sagt, hä, C-Day Sachen? Ja,
trotz dass man das Seedale-Zeugs alles rauslässt, Seedale ja trotzdem stattgefunden. Eine Pet Shop Boy hat nicht nur wie andere Shinies bekommen oder nicht nur wie andere 100er bekommen, er hat ein 100er Shiny bekommen. Und zwar dieses 100% Shiny Sandan, was ich an sich richtig cool finde. Ich mag dieses Pokémon einfach, aber nicht nur das. 13.3. Altmarkt, ne? Er hat auch noch das andere bekommen als 100% in Shiny, auch 13.3. Altmarkt. Und er hat direkt nacheinander bekommen, nämlich 15.40 Uhr und 15.47 Uhr. Das finde ich auf jeden Fall total gleich hintereinander. Wie hat man denn von 15.07 Uhr bis 15.40 Uhr nichts mehr gefangen? Naja, egal. Ich finde trotzdem, das muss erstmal shiny sein. Du kannst ja nicht gezielt shiny suchen und so kurz hintereinander von zwei verschiedenen 100er und sonst was und hin und her. Also finde ich auf jeden Fall richtig genial. Mir hat das am meisten gefallen. 100% Shiny Sandan, normal und auch in der Alola-Version 100% Shiny Sandan. Alle kurz hintereinander gefangen an einem Tag. Das ist eine fette Seedale aus Beute, warum nicht? Und deshalb würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und denkt dran, heute Abend Raid Mania, ihr könnt wieder einladen. Ihr könnt einladen, ihr könnt mich einladen und morgen geht es wieder um euch. Aber da mache ich dann auch wieder mit, denn ich brauche noch das 100er Boreos. Ansonsten Peace out, Vorhaut, wir sehen uns heute Abend und ciao.